So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das sind die brandneuen und aktuellen Lego City Wundertüten. Powerpack, die aus Papier. Ja, ich habe hier 5 Stück. Und ja, ich weiß, das ist richtig viel Geld. Warum? Weil eine von den 9 Wundertüten, ist ja die Wundertüte Nummer 1, kostet 9 Euro, genauer gesagt 8,99 Euro. 9 Euro. Das ist der Hammer. So, was bekommt ihr für die 9 Euro? 3 von 8 Magazine und 3 von 8 Extras. Die Extras an sich, schaut mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, cool, drehen wir um. Sind genau die gleichen 8 drauf, obwohl dann auf eine falsche Seite, wo der eine oder andere merken vielleicht denkt, oh, das ist ja doch was anderes. Nein, hier ist der Polizist mit der Flügel, hier ist er hier oben. Hier ist, ihr seht es, es sind dieselben 8. So, aber 9 Euro, das ist eine Hausnummer. Das heißt, 3 Euro pro Mini-Polypack. Der eine oder andere sagt, oh, ist cool, kriegt man keine Figur für und so. Ja, wäre es, wenn man wüsste, was man kauft. Aber wenn man jetzt kauft, was man sowieso schon andauernd hat. Hier aus dieser Wundertüte ist vielleicht nur interessant Astronaut, für mich sowieso. Ich überlege immer noch. Astronaut. Ja, sonst nichts. Also, wenn ihr nicht mehr braucht oder nicht wollt, Finger weg von die 9 Euro. Das ist, wie gesagt, 9 Euro ist verdammt heftig. Aber ich öffne jetzt 5 Stück für euch, falls ihr euch doch mal entscheidet, eine zu kaufen, was ihr drinne haben werdet. Weil bei 5 Stück, wenn jetzt 5-mal das Gleiche drin ist, wirst du oder vielleicht auch du das Gleiche drinne haben. Aber ich verlinke euch irgendwas von Lego City unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wie gesagt, eine kostet 9 Euro. 5 Stück habe ich. Sind 45 Euro. Dafür kriegt ihr ein nettes, cooles Set, was vielleicht intensiver ist oder besser. Schaut mal nach, was ich euch verlinke. So, und dann sind das ja die Papiertüten. Papiertüten in dem Sinne, wir können sie aufmachen, wo wir wollen. Die kann man ganz einfach, ihr seht das, zerreißen. Jetzt fangen wir an. Erste Magazin, ein älteres Tütchen. Die Polizistin und der Gangster. Okay. Fängt schon mal an. Oh, da ist offen. Will ich gleich Streifen Tesafilm drauf tun. Dann der Feuerwehrmann mit dem Buggy, mit den großen Reifen. Und der Stapler. Nicht schlecht. Das ein oder andere Teil kann man gebrauchen. So. Ohne Magazine seht ihr jetzt jedes Tütchen 3 Euro, 9 Euro ist, was da liegt. Würdet ihr euch das für 9 Euro kaufen? Seid ehrlich. Oder würdet euch ein Tütchen davon für 3 Euro kaufen? Seid ehrlich und schreibt mir in die Kommentare, welches. Aber nichtsdestotrotz wollen wir testen, welches wahrscheinlich immer dabei ist, was ihr sowieso nicht wollt. Dann, wie gesagt, spart euer Geld. Das Knacken ist weg. Und es fängt an mit dem Stapler. Geht weiter mit die Polizistin und den Gangster. So, ich schiebe das mal hier rüber. Und geht noch weiter. Oh, mit den Ranger. Okay. Aber den habe ich ja letzte Zeit auch in so viele verschiedene Wundertüten gezogen. Also, das wundert mich,
dass der überhaupt noch existiert. Wie gesagt, kann man bei Indiana Jones einsetzen, bei so viele Jurassic World und. Ist nicht schlecht. Die Kiste, Piraten, ist schon cool. Aber braucht man nicht wirklich mehr. Zweite. Man vermisst das Knacken. Es fängt an mit dem Stapler. Dann geht es weiter mit den Feuerwehrmann. Und hört auf mit die Polizistin auf dem Motorrad. Das ist zwar so ein Pack, was ich mir nicht so kaufen würde, aber ist auch eins mit, was am günstigsten. Wie gesagt, pro Tütchen 3 Euro. Hier sind 2 Figuren drin. Habt ihr ein Motorrad? Okay, der eine wird sagen, was soll ich mit den Figuren? Aber ist noch mit das günstigste. Würde ich jetzt behaupten. Der Feuermann ist auch cool mit dem Buggy, die Reifen. Wenn man es alles auseinandernimmt. Es hat schon seinen Preis. Wir wollen ehrlich sein. So, nächste. Es fängt an mit den Ranger. Okay. Dazu gibt es den Stapler. Ihr seht, wo die Reise hinführt. Ihr seht es schon. Die coolen glatten Reifen sind kleiner, finde ich die schöner. Damit kann man vernünftige Autos bauen. Was von Batman und so weiter. Da finde ich die Reifen wirklich besser. Weil die größer sind und sehen bulliger aus. Und endet mit die Polizistin. So, ihr seht jetzt, wo die Reise hingeht. Wenn ihr euch eine Wundertüte kauft, habt ihr auf jeden Fall die Polizistin, das Motorrad und den Gangster, den Stapler drin. Weil 4 Stück habe ich bis jetzt geöffnet. 4-mal die Polizistin mit dem Gangster, 4-mal den Stapler, 2-mal. Aber die Tendenz ist wirklich, habt ihr wahrscheinlich immer drin. Und hier ist noch die Waage ausgeglichen. Aber nichtsdestotrotz, öffne ich jetzt die 5. und letzte neue Lego City Power Pack Wundertüte Nummer 1 für 9 Euro. Lasst es euch auf die Zunge zergehen. 9 Euro. Wenn das Video gleich, wenn die jetzt ausgepackt sind, das, was da liegt, kostet 45 Euro. 45 Euro. Deswegen, ich verlinke euch lieber ein kleines Lego City Set. Habt ihr vielleicht mehr von. Schaut mal nach, was ich finde, dann ist ja bald Weihnachten, aber habt ihr, glaube ich, mehr von. Wie 4-mal davon und davon jeweils 2-mal. Es fängt an mit den Stapler. Also, den möchtegern Stapler. Ein Stapler geht ja rauf und runter und nicht nur so nach vorne. Habt ihr auf jeden Fall. Wenn ihr den braucht, okay. Wenn ihr nicht braucht, Finger weg. Dann geht's weiter. Der Feuerwehr. Okay, teilmäßig Reifen, habe ich gerade gesagt. Kann man was anderes schön zusammenbauen, wo die Reifen dran kommen, die ganzen Teile. Ja, die Farben an sich, nicht so besonders. Aber Feuerwehrmann geht, wenn man Lego City hat oder so und was, passt es schon. So, und enden tut das Ganze mit die Polizistin und den Gangster. So, jetzt ganz ehrlich, ist euch dieses Tütchen 3 Euro wert, ist euch dieses Tütchen 3 Euro wert und eins davon. Weil die beiden habt ihr auf jeden Fall immer drin in so eine Wundertüte oder in die neue Lego City Power Pack Wundertüte Nummer 1 für
9 Euro. Habt ihr euch davon schon eine geholt? Und wenn ja, hattet ihr das gleiche oder dasselbe drin wie ich hier? Oder was anderes, was ich eigentlich weniger glaube? Aber jetzt eure Meinung dazu, zu dieser Wundertüte. Ich verlinke euch was. Auf jeden Fall für einen Daumen hoch freue ich mich immer. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.